take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt's neuen SBC-Content, wir haben heute Mittwoch, neues Team ist am Start. Ja, das Team of the Week ist wieder zurück. Außerdem haben wir die André Hahn, Squad Building Challenge mit der Wildcard SBC für heute. Steven Gerrard als Icon SBC. Außerdem haben wir den Gedenk-SBC von Pelé, die 84 plus bei 5 Upgrade, die ist auch wieder am Start von gestern. Dazu haben wir gestern schon einige gemacht, davon werden wir heute auch einige angreifen. Außerdem ist die Tagesanmeldung wieder da, jetzt noch, wie gesagt, für 2 Tage. Und wir haben außerdem heute den 4.1., das heißt, wir haben die World Cup Boni, die wir uns sichern und abholen können. Auch das werden wir heute hier in diesem Video angreifen. Wir haben Silverstar, Freunde, es steht einiges an. Bevor wir reinstarten, wisst ihr Bescheid, Support ist kein Mord. Ihr könnt meine Take-Arbeit unterstützen und zwar geht das ganz, ganz schnell. Nehmt euch eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben da lassen. Dankeschön für euren Support. Auch gestern seid ihr wieder richtig hart eskaliert. Also gebe ich heute mal wieder als Ziel raus 601 Like. Freunde, schafft mir es oder nicht, es liegt an euch. Lasst auf jeden Fall Liebe da, gerne auch eure Meinung in den Kommentaren wissen. Alles for free, genauso wie auch ein Abo, also gerne auch kostenloses Abo dalassen. Glocke aktivieren, das ist komplett kostenlos, Freunde, Richtung Team of the Year. Lasst Liebe da und Dankeschön für euren Support. Ja, Daily FIFA 23 Content seht ihr hier und wie jeden Tag in den letzten Tagen fangen wir wie immer mit der Tagesanmeldung an. Da gab es viele Fragen gestern, vor allen Dingen in der Community mal wieder. Ja, wenn ihr sie 2 Tage verpasst habt, könnt ihr es theoretisch noch schaffen abzuschließen. Ich habe ja gestern schon mein Winter Wildcard Pack geöffnet. Wenn ihr also Stand jetzt mit dieser SBC heute die 11. Geschichte abgehakt habt, 2 Tage ist es möglich, diese SBC vergessen zu haben. Das heißt, wenn ihr 2 Tage hinterher seid in Bezug auf die Objective-Geschichte, könnt ihr das eben noch mitnehmen. Ich habe das Ganze in den Objectives schon abgeschlossen, nimm natürlich jetzt trotzdem hier die Like-Karte und dieses 280 oder 81 Plus-Pack natürlich noch mit. Das solltet ihr auch machen und einfach bitte nicht vergessen. Was nehmen wir jetzt hier? Komm, nehmen wir noch eine weitere Like-Karte. Kloibert, warum nicht? Haben wir noch nicht. Rein mit dem Kollegen in den Verein. Dann haben wir Orai Pelé. Feiere Pelés Karriere mit dieser Gedenk-Challenge und die sieht sehr, sehr nice aus. Wir haben 2 Wochen Zeit und wir bekommen erstmal eine Leih-Pelé-Karte für 5 Games. Können wir also unendlich in Moments, in Freundschaftsspielen nutzen, weil eben die Leihgeschichte nicht abläuft. Und zum anderen haben wir ein seltenes Spielerpack. Untradable. Auch das werden wir heute öffnen. Wir gehen da rein, Freunde der Sonne. Sehr, sehr nice. 2 Wochen Zeit, also ihr habt genug Zeit. Erinnert so ein bisschen an die SBC damals, als Maradona gestorben ist. Da gab es auch eine Leih-Maradona-Geschichte. Ich weiß nicht, ob es auch ein 50k-Set war. Lasst mich da gerne wissen, wie es, ob ihr es noch wisst, sozusagen. Und lasst mich das in den Kommentaren wissen, ob es auch ein 50k-Set war. Wir müssen auf jeden Fall ein 82er Greaten Squad abgeben. Also, was gebe ich ab? 9 82er, 2 81er. Finde ich trotzdem ein bisschen high-rated. Ich finde es okay, also verstehe mich nicht falsch. Aber ich finde, sie hätten auf Ehre einfach einen Bronzespieler und gut wäre gewesen machen können, auch so wie die Tagesanmeldung. Aber es ist ein 82er Grader Squad, auch das ist legitim. Und mit dem ganzen Grinden, was möglich ist, völlig in Ordnung, will ich überhaupt gar nicht meckern. Ehrenmann, Pelé, der König, rein in den Verein. So, 84 plus mal 5er Upgrades, auch die sind, wie gesagt, jetzt jeden Tag wieder am Start. Falls ihr es gestern nicht mitbekommen habt, damals schon einige von den 84 plus 5ern geöffnet. Das refresht, wie gesagt, jetzt jeden Tag. 83er mit einem TOTW ist der Squad, den wir abgeben müssen. Läuft aber auch schon in 2 Tagen ab. Dann haben wir eine eigene SBC am Start, Freunde der Sonne. Steven Gerrard. Und ich weiß nicht, wie ihr seht, aber ich hab nicht nach ihm geschrien. Prime-Icon Steven Gerrard, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil ganz ehrlich, also auf ihn habe ich jetzt definitiv nicht in meinem Main-Squad gewartet. Ich weiß nicht, wie ihr es seht und ich sehe auch schon 6 Segmente. Es könnte teuer werden. Wir haben 3 Sterne, 3 Sterne, Hochmittelarbeitsraten, 1,83, ZMZTM, 89 Ausdauer und wenn wir dieses Stat sehen, klar, 90 Schuss, 90 Passen, mega nice, ja. Aber die anderen restlichen Stats, das sind alle Stats, die wir kennen. Und ein ZTM mit 77 Tempo. Wir gucken uns den gleich mal bei Footbin an. Aber ich sag mal so, vom Stuhl bin ich jetzt hier nicht gefallen, als ich das gesehen habe, dass Steven Gerrard heute frisch und neu als SBC rausgekommen ist. Bronze, Silber haben wir am Start. Dann 84er, 85er. Wir haben 86er, wir haben 87er. Und that's it. 87er, 86er, 84er. Also Freunde, ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Wenn ihr Steven Gerrard-Fan seid, macht die SBC gerne, aber gerade auf der ZM-Position, glaube ich, haben wir genug Alternativen. Viele haben Vieira jetzt gemacht, damals über die Swaps-Geschichte. Viele haben die Schweini-SBC gemacht, ebenfalls ZM. Und ich glaube, die, ja, schon wieder jetzt in Steven Gerrard, reicht es jetzt für mich nicht vom Hocker. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist, aber er ist auf jeden Fall da, das will ich euch wissen lassen. Falls ihr also Gerrard, die Prime-Icon mitnehmen wollt, hier
we go. Dann haben wir André Hahn als Ruder Wildcard. Da wird es interessant, denn wir haben 99er Physis am Start. Forster, hoch, hoch Arbeitsraten, hoch auf Verteidigen, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Sehr, sehr unsexy, aber wir haben Stürmer, rechtes Mittelfeld und Mittelstürmer. 94 Schusskraft, die auffallen, 57 Elfmeter, also kein Elfmeter ihm schießen lassen. 80er Ruhe, könnte auch höher sein meiner Meinung nach, aber natürlich diese Physis. Sprungkraft auf 99, Ausdauer 99, Stärke 98 und 99er Aggressivität. Ganz ehrlich, warum ist Stärke nicht auf 99 einfach auch gemacht worden? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber nichtsdestotrotz, ich glaube eine Fun-Karte. Wir haben wieder nicht so gute 1,85, nicht so gute Beweglichkeit und Balance. Wir haben Flanken auf 93, was für die M-Position, falls du wen von da spielen sollte, wichtig wird. Die ersten drei Schusssets sind ganz legitim, aber die Frage der Frage ist, was kostet der Kollege? 2 Wochen ist er da, ich weiß nicht, was wir abgeben müssen. Ein 84er beim Team of the Week. Der Team of the Week ist für mich jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Und ein 84er auch sehr, also ein 83er wäre für mich jetzt legitim gewesen. Für mich eine Fun-Karte, wir gucken uns den auch gleich bei Footbin an. Alleine wegen den 99 Physis einfach eine Fun-Karte schlechthin. Kopfball-Beast mit 1,85. Würde mich einfach interessieren, wenn der in-game hochgeht zu den Kopfbällen. Und trotzdem alles rasiert. Und Eigenschaften bringt da keine mit. Gucken wir uns gleich genauer an. Aber wieder einer aus der Bundesliga. Also da können wir uns aus der Bundesliga-Sicht auf jeden Fall nicht beschweren, was das betrifft. So, dann habe ich euch gesagt, heute ist der 4.1. Da können wir uns endlich die FIFA World Cup Boni sichern. Falls ihr euch jetzt fragt, ey, meine roten Karten, die sind immer noch am Start, die sind immer noch sichtbar. Die werden stepweise, step for step, jetzt raus aus eurem Verein gelöscht. Die sind ja schon länger nicht ziehbar. Aber wie gesagt, hier konntet ihr maximal 10 Boni-Level erreichen. Ich glaube, ich habe sogar 10 haben mir gefehlt bis Boni Nummer 10. Aber ist gar kein Problem, ist gar kein Problem. War jetzt, glaube ich, auch nicht so ein sehr, sehr geiler Boni. Das sind aber auf jeden Fall gleich Player-Picks und Packs, die wir gemeinsam öffnen. Vorweg möchte ich mit euch kurz zu den Zielen gehen. Und ein neues Team of the Week haben wir auch. Aber bevor wir das Team of the Week uns anschauen, Silverstar ist da. Und da wird es wichtig, denn wir haben einen neuen Token. Und ihr wisst Bescheid, ich sage euch immer Bescheid, gibt es neue Token, yes oder no? Die Antwort ist yes. Heute gibt es neue Token und zwar wieder ein Silverstar mit Antiste. 90 Pace für eine Silberkarte, sehr nice. Franzose auch sehr, sehr nice. Ballett ist der Token, den ihr euch mitnehmen könnt. 3 Siege, 8 Tore, 6 Torvorlagen, sehr, sehr einfach. Ist eine Sache von 20 bis 30 Minuten. Geht kurz in die Silber Lounge und dann habt ihr das ganze Ding gemacht. Silberexperten auch am Start, da gibt es ein seltenes Megapack, wie immer, wie wir es kennen. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht, aber da gibt es ein seltenes Megapack als Gruppen-Reward. So, das sind die neuen Ziele, die am Start sind. Und jetzt fragt ihr euch, oder vielleicht auch schon seit Anfang des Videos, wie sieht's aus, was ist hier los, wie sieht bitte das Team of the Week aus? Da habt ihr es gerade schon unter meiner Facecam gesehen. Ødegaard ist unter anderem am Start und Team of the Week, können wir uns das anschauen? Ah, jetzt klappt's. EA, perfekt. Das Highlight, oder Freunde, wir machen mal folgendes. Ich nehme euch gerade mal mit, schon mal zu Footbin, um euch folgendes zu zeigen. Und zwar hat EA folgendes gepostet. Es ist wieder da. Hier ist das Team of the Week Nummer 10. Mit der Rückkehr des Team of the Weeks wurde der Inform-Fortschritt mit größeren Upgrades in verschiedenen Gesamtstärkenbereichen aufgefrischt. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Außerdem gibt es jetzt 2 Featured Team of the Week Items pro Veröffentlichung. Also immer 2 pro Veröffentlichung, wobei ich sagen muss, hier und da gab es mehrere Features, ich glaube sogar 5 oder 6 teilweise, aber mindestens 1 war immer am Start. Aber hier gibt es jetzt auf jeden Fall immer, außerdem gibt es jetzt immer 2 pro Veröffentlichung an Team of the Week Dinger. Und auch dieses Mal ist das der Fall. Jetzt haben wir schon einige gesehen und diese Featured-Dinger, da ist unter anderem heute oder an diesem Tag Taremi am Start und im Mittelfeld Douglas Lewis. Ja, Freunde, das Team of the Week hat ein paar Highlights, aber wir müssen ganz klar sagen, ja, wir haben es zwar vermisst auf der einen Seite in Bezug auf Special-Karten. Das Gute ist, Team of the Week sind jetzt wieder, weil Team of the Week eben in der Hahn-SBC ist übrigens wahrscheinlich drin, weil jetzt eben auch ein Team of the Week wieder zu ziehen ist. War ja bis jetzt nicht zu ziehen mehr, das Team of the Week, es sei denn, ihr habt ein Team of the Week-Pack und die Upgrade-SBC war ja auch da, die 81-Pluser. Wir haben Lafort 84er, wir haben Roberts, wir haben 83er Mendes, Moy haben wir am Start, Garcia, Burini, McLaren, Fei und so weiter und so fort hier auf der Bank und dann eben in der Startelf Futter, Ledesma, SBC-Futter, Pau Torres mit 77 Tempo, weiß ich jetzt nicht, auch eher SBC-Futter, Shaw haben wir am Start, interessanterweise als Innenverteidiger, kann aber auch links spielen. Sehr, sehr interessante Kombi mit 82 Dribbling und 82 Passen, denke ich bei den Stats natürlich direkt an eine zentrale Mittelfeldkarte. Sieht halt sehr, sehr ausgeglichen aus. Dann haben wir Nuno Santos, auch eher Futter, 85er Horta, interessanter Boost. Also für eine 85er-gerated Karte interessante Stats.
Dann haben wir Chuck oder Chuck Ray, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, 95 Ausdauer fällt bei ihm direkt auf. Sonst alles ein bisschen weird, hoch Arbeitsraten. Douglas Lewis haben wir am Start, ZMZDM. Auch hier 88 Ausdauer, 92er Ruhewert. Uiuiuiui, Ödegard haben wir am Start. 5-Star, oh, 2-Sterne, schwacher Fuß, gute Nacht. Griezmann, das Highlight, eigentlich die rosanen Haare, wenn wir ehrlich sind. Die rosanen Haare sind das Highlight, Friends. 4-Sterne, 3-Sterne. Da müssen wir mal gucken. Der hat ja, glaube ich, die 89er gerate WM-Karte. Also da gibt es gleich... Oh. Was ist das denn? Oh. Taremi, oh mein Gott. Hey, die haben mal richtig geboostet, was ich euch da eben vorgelesen habe. Ich glaube, das sind ordentliche Boosts. Dann haben wir die Legende Openda. Damals ja mit der Objective-Karte. Ordentlich Pace am Start. 99 Sprungkraft. Ui. Freunde, das sieht interessant aus. Wir gehen gleich deeper rein bei Footbin, schauen uns das an, wie die jeweiligen Upgrades einmal aussehen. Aber wir wollen natürlich auch reingehen und zwar in den Shop und uns eben anschauen, sind neue Pro-Packs da? Gibt es hier vielleicht ein Token, seltenes Spielerpack? Ah, winterliches Jumbo, seltenes Spielerpack. Ein winterliches Spezial? Aha. Okay, dann nicht. Okay, also hier gibt es schon mal keine Token, aber natürlich neue Promo-Packs, wie wir es kennen. So, nicht vergessen, natürlich das Vorschau-Pack machen, Freunde. Heute wird es auf jeden Fall wieder ein längeres Video. 84 plus mal 5er Upgrade-Packs, gehen wir gleich noch rein. Ah, es wird voll. Es wird absolut voll. 1000 Münzen können wir hier mitnehmen. Ah, lohnt sich wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem nicht. Und dann ein seltenes Spielerpack, würde ich sagen, öffnen wir noch. Ein 50k-Set bei der Pelé SBC war es dabei und deshalb werden wir es nicht aussparen, sondern direkt heute öffnen. Und wir sehen, England, linker Flügel, ja, 84er Sancho? Oh. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr in dem 50k-Set drin hattet. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Es geht besser. Es geht definitiv besser. Wir lassen die drei jetzt mal diskarden, Freunde der Sonne, denn wir haben noch einiges zu bequatschen. Nicht nur das Team of the Week, ich habe es euch eben gesagt, obwohl wir machen gerade noch das 81 Doppel-Upgrade auf. Gestern war ja waren gestern zwei Team of the Weeks, nicht Team of the Weeks, Walkouts drin. Ich glaube einer mit Cancelo, ne? Heute anscheinend nicht. Doppel 81 Plus Pack gönnt Brasilien. Fernando. Discard? Nein, tradable. So, Freunde, jetzt aber. Jetzt gehen wir rein und zwar zu dem FIFA World Cup Leveln, wenn es denn geht. Ah, es scheint zu klappen, Freunde der Sonne. FIFA World Cup abgeschlossen. Und ich habe es eben schon versucht zu erwähnen, ich bin leider nicht auf Level 10 gekommen. Level 9 aber. Wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Stück irgendwas um den Dreh an roten Karten gefehlt tatsächlich. Habe es komplett vergessen. Ich weine denn aber nicht hinterher, lasst mich ja wissen, in welchem Level ihr natürlich unterwegs gewesen seid und wie eure Rewards denn aussahen. So, jetzt haben wir zum einen 12.000 Münzen. Hat es sich gelohnt für 12.000 Münzen? Ich glaube nicht. Wir haben 6-mal ein 8-Spieler-Pack, 80 bis 84er Rating, ein Prime-Gold-Spieler-Pack und 2 Player-Picks. Das sind die Boni, Freunde der Sonne. Da müssen wir gleich mal reinschauen. Die Frage der Fragen ist, was gibt's denn da zurück? Also, Nummer 1, die Player-Picks. Bevor wir zu den Packs gehen, ja, nehmen wir mit. SPC-Futter natürlich, nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Die Packs, nochmal für euch kurz zur Erinnerung, könnt ihr natürlich zum Team of the Year auch aufbewahren, je nachdem, wie ihr lustig seid. Die Player-Picks besperren natürlich den Shop und insofern machen wir die jetzt schon auf. So, dann... Prime Gold Spieler Pack, ich glaube, das war auf jeden Fall eins von denen, was wir jetzt bekommen haben. Und dann waren das, habe ich das richtig gesehen, 80 bis 84er geratete Packs. Oh, da müssen wir aber gleich mal schauen. Hier haben wir erstmal einen 85er Busquets, das ist schon mal sehr, sehr nice. Weiteres SPC wurde da, sagen wir nicht nein. Und wie gesagt, nicht vergessen, Freunde, schreibt in die Kommentare, was ihr jeweils drin hattet in den Packs natürlich, in den Player Picks. Wie es macht damit, aufsparen oder nicht, ne? Sehr gerne wissen lassen. Und jetzt gucken wir mal rein. Prime-Spieler-Pack hatten wir aufgespart. 83 plus hatten wir aufgespart. 84. Ah, hier sind sie. 1, 2. Ah, okay, das sind 80 plus Packs. Alright. Das sind 80 plus Packs. Okay, also die... Das ist interessant. 8 Spieler, 80 oder... Wer hat sich die denn ausgedacht?
Wer hat sich diese Packs ausgedacht? Wer hat sich gedacht, ey, wenn wir die am 4.1. den geben, da freuen die sich drauf. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber Freunde, ich sag's mal, wie es ist. Es ist gutes SBC-Futter. Es ist gutes SBC-Futter. So, Pack Nummer 2. 8-Spieler-Pack. Es sind 8 Spieler drin. Und wer weiß, es kann ja was drin sein. Es kann ja was drin sein, vielleicht auch nicht. 6 Stück davon anscheinend. Und rein ins nächste. So, Freunde, das nächste Pack ist das 8-Spieler-Pack 80 plus garantiert. Wie gesagt, das sind jetzt Sets, die ihr auch aufsparen könnt zum Team of the Year. Da können jetzt auch neue Team of the Weeks drin sein. Und wir ziehen, ja, Ruben Dias. Weiß jetzt nicht, ob er Duplikat ist. Wenn er Duplikat ist, ob er überhaupt tradable ist. Aber das ist doch schon mal nice. 88er, 85er Kostic. Not bad. Natürlich wieder Duplikate einige. Können wir wieder auf die Transferliste packen. So, dann haben wir noch ein 5-Spieler-Pack. 80 plus 5 Spieler drin. EA, komm, Gönnermodus. Da ist der, oh mein Gott. Walkout wieder. Aus so einem Pack? Ganz ehrlich, da kannst du dich wirklich nicht beschweren. Also, da muss ich ehrlich sagen, das sind wirklich gute Sets. Im Verhältnis jetzt zu den bis 84er gerateten. Muss ich wirklich sagen, sehr, sehr nice Geschichte. Nutzt natürlich die Duplikate und discardet sie nicht, so wie ich das Ganze jetzt hier gemacht habe. Und dann haben wir noch weitere Sets, wenn ich nicht falsch liege. Okay, Freunde, kurz zwischendurch. Der Twitch-Chat sagt, die 80 bis 84 plus Packs seien verbuggt. Also meine, soweit ich das gesehen habe, waren nicht verbuggt, die 80 bis 84er Packs. Scheint bei einigen auf jeden Fall verbuggt zu sein. Die Bräune und so daraus gezogen. Also das ist schon sehr, 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 sehr seltsam. So, Freunde, und last but not least noch Level 8 und Level 9, die anstehen. Level 8 ist das 81 plus mal 11er Pack, Spieler-Pack. Was wir hier noch mitnehmen, und haben wir direkt neue Team of the Week. Frankreich, Torwart, da, kurz Griezmann gedacht, mit den rosa Haaren. Es ist Lafont, 84er Lafont. Den haben wir definitiv nicht als Duplikat. Oh, Verratti aber, oh, das ist böse, das ist böse. Das ist natürlich böse von dem Pack von eben. Falls ihr das Hauptvideo gesehen habt. Eieieiei. Okay, Brand. Gucken wir mal rein. Und dann noch, wie gesagt, 100k-Set. Ja, Freunde, und in Bezug auf World Cup Rewards, dann last but not least noch ein 100k-Set. Level 9 in meinem Fall. Und hier ist leider kein Walkout drin. Das ist dann das typische 100k-Set mit einem Insigne. So, Freunde, wir haben aber noch einiges zu tun und das ist das Team of the Week, was wir uns jetzt noch anschauen. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, was ihr in euren World Cup Rewards Boni drin hattet. Habt ihr vielleicht das eine oder andere Set noch aufgespart bis zum Team of the Year? Lasst mich das gerne in den Kommentaren bei YouTube wissen. Ja, Freunde, und dann gehen wir jetzt rein und zwar schauen wir uns bei Footbin natürlich das Team of the Week an. Und wir haben uns eben schon drunter oder unterhalten und für mich sieht es so aus, dass wirklich EA einiges, und sie haben es ja auch ein bisschen kryptisch geschrieben, geändert hat in Bezug auf Informs. Wir gucken uns vielleicht nicht jetzt jeden an, aber wir haben hier ein Plus, ja, im Endeffekt ist es ein Plus 1, aber warte mal, oh, wait, what? Plus 6 auf Pace, plus 4 auf Schuss. Okay, das könnte jetzt auch an seinem 88er liegen. Weil der Vergleich zu ihm ist natürlich jetzt minimal. Okay, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. 70k Ødegaard. 88er Rating. Douglas Lewis. Ja, das ist ein Plus 2. Das ist ein Plus 2 Upgrade bei Douglas Lewis. Durch die Featured-Geschichte natürlich. Das ist logisch. Aber der Boost ist auch wieder brutal. Guckt euch das an. Wahnsinn, Wahnsinn. Gehen wir weiter zu dem nächsten Featured Team of the Week. Boah, Wahnsinn. Forster, Mega Boost. Freunde, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich es sich wieder lohnt, in Weekly League reinzugehen und diese Dinger zu ziehen. Griezmann allein, der Spielerwelt, eine 10 von 10. Mittelfeldstürmer, rechter Flügel. So. Ja, da ist der 89er gar nicht mehr so weit entfernt. Und zum anderen plus 3, plus 2. Not bad. Sehr, sehr nice Geschichte. Dann haben wir den Desma. Ja, 84er, 86er. Das ist ein plus 2. Das ist das, was die angekündigt haben. Die bekommen plus 2. Dann ist der Featured ein plus 3. Also EA ist hier teilweise richtig heftig am Boosten. Elf Heading Accuracy kriegt er einfach. Oh, Pinder. Das ist big.
Das ist sehr big. Also wir gucken uns jetzt nicht alle an, Freunde. Das Video geht schon ewig lang. Sorry dafür. Aber einige feiern es ja auch. Den wollte ich mir noch anschauen. Drei Sterne, drei Sterne, 25k. Die ganzen Packs, die gezogen werden. 10 Ausdauer kriegt er einfach oben drauf. Boah, da freue ich mich jetzt tatsächlich dann doch auf die nächsten Team of the Weeks. Torwart ist halt immer schwierig. Shaw haben wir da am Start mit dem Inform-Ding. Ah, der hat schon eine 86er, hatte ich schon vergessen. Dann wird es doch wieder uninteressant. Aber den könnte ich mir im Mittelfeld irgendwie vorstellen. 86er ZDM. Maybe. Nuno Santos. Ah, der hat schon die Objective-Geschichte auch interessant. Garcia auch interessant wegen Liga. Hat halt Pace. Ah, und dann wird es uninteressant mit Moy und so weiter und so fort. Die brauchen wir uns jetzt gar nicht großartig anschauen, Freunde der Sonne. Aber Team of the Week ist wieder da. Griezmann das Highland, Girardi SPC ist da. Hahn gucken wir uns natürlich noch an. Antiste gucken wir uns kurz an. Wir haben, wie gesagt, Free 50k im Endeffekt. Die Pelé-Leihgeschichte haben wir am Start. Also da haben wir einiges, was uns die EA auf jeden Fall hier hingelegt hat und gegönnt hat. Längst ist auf jeden Fall schon mal, sehen wir hier. Ja, und der hat einige Boosts. 3 Sterne, 4 Sterne. Geboostet auf Forster. Forster, 17 Pace, 12 Schuss, 13 Passen, 15 Dribbling. Das ist schon ein big, big Boost. Und dann die Silberkarte, sieht auch nicht schlecht aus. Ordentlich Pace jetzt am Start. Sehr, sehr geil. 5 Sterne Weakfooter, der Kollege. Nice. Von 3 Sterne auf 5 Sterne Weakfoot geupgradet. Auch das ist wieder ein big win von EA. Also für eine Silberkarte sieht er wieder monströs gut aus. Und dann haben wir noch natürlich ein No-New-Loading-Screen am Start, ja. Centurions, die kommen am Freitag raus. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen. Dazu dann am Freitag mehr. Ja, und das ist das vollgepackte Video von heute, Mittwoch. Einiges steht an, also, Freunde. Rewards, SBCs, wir haben uns alles angeschaut. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann gerne frisch in aller Frische morgen wieder. Dankeschön für euren Support. Und hier könnt ihr jetzt das Video abchecken unter mir. Natürlich von gestern, falls ihr noch nicht gesehen habt. Da gehen wir rein in 84x5er Packs. Also, bis morgen, euer Flo von Hachi Gaming. Ciao.